Ich möchte euch einige faszinierende Vögel Deutschlands zeigen und nehme euch deshalb mit auf eine Reise durch die verschiedenen Lebensräume dieser Vögel. Der erste Halt unserer Reise ist im Wald bei den Amseln. Hier leben einige Amseln und bereiten sich auf den bald kommenden Winter vor. Einige sind erst dieses Jahr geschlüpft und müssen erst noch ihre markante orange Färbung am Schnabel bekommen. Schon jetzt im Herbst wird es immer schwieriger, an Nahrung zu kommen, da vor allem das herabgefallene Laub den Boden verdeckt und die Amseln sich durch die Laubschicht graben müssen, um an Essen zu kommen. Weit weg ist unser nächstes Ziel nicht, um genau zu sein, nur einige Meter. Hier leben einige Blaumeisen zusammen mit ihren Verwandten, den Kohlmeisen. Sie freuen sich des Lebens und klettern freudig an Ästen und Zweigen umher. Dabei schaut ihnen der Buchfink gespannt zu. Wir reisen weiter zum Revier des Buntspechtes. Ihn hört man schon vom Weiten und nur ein geschultes Auge kann ihn aus den laubbewachsenen Kronen erspähen. Er ist ein wirklich schöner Vogel und sucht in den Ästen nach Larven und Würmern, die er selber verspeisen oder zu seinen Jungen bringen kann. Einige Bäume weiter haust der König des Waldes, der Eichelherr. Er kündigt sein Kommen schon von weitem an und sitzt oft in den obersten Zweigen. Vor allem die blau schimmernden Federn an seinen Flügeln verleihen ihm ein königliches Aussehen. Reisen wir nun hinaus aus dem Wald auf die Felder. Hier ist der Falke in seinem Jagdgebiet. Er kann aus vielen Metern Höhe seine Beute erspähen und rast dann mit über 320 Stundenkilometer auf sein Ziel zu. Nach einer erfolgreichen Jagd setzt er sich oft auf Zäune oder Bäume und verspeist seine soeben gefangene Beute. Auch auf Wiesen und Feldern in der Nähe eines Waldes beheimatet ist der Grünspecht. Er sucht oft im Gras nach seiner Nahrung, statt auf Bäume zu hämmern, was er aber auch macht. In Bäume hämmern macht ein anderer Vogel sehr gerne. Nicht umsonst wurde er zum Vogel des Jahres 2006 ernannt. Der Kleiber ist ein sehr einzigartiger Vogel, welcher als einziger kopfüber an einem Baum laufen kann. Das vereinfacht ihm die Nahrungssuche sehr. Zurück auf den leicht bewaldeten Feldern treffen wir einen majestätischen Raubvogel an. Der Rotmilan lebt ausschließlich in Europa und ist nicht selten in der Eifel anzutreffen. Ebenfalls auf Feldern lebt die Krähe. Sie ist wohl eine der bekanntesten Vogelarten und wird häufig mit dem etwas größeren Verwandten, dem Raben, verwechselt. Während die Krähe ihren Nachmittag in der Sonne verbringt, sitzt die Rotdrossel im Schatten des Waldes und wartet auf die wärmeren Monate des Jahres. Nicht weit entfernt lebt das kleine Rotkehlchen. Es ist einer der schönsten Wintervögel und in vielen Gärten gerne gesehen. Es ist leicht erkennbar an seiner roten Kehle, die ihm den Namen verleiht. Den Spatz kennt wahrscheinlich jeder von uns.
Dieser sitzt gemütlich mit einigen Freunden in einem kleinen Bäumchen und genießt die frische Luft, die dort oben weht. Er wurde im Jahre 2002 zum Vogel des Jahres ernannt. Nun sind wir mit unserer Reise fast am Ende. Doch ich möchte euch auch noch einige Vögel zeigen, welche nun im Winter auch eine lange Reise antreten. Es sind die Zugvögel. Vor allem die Wildgänse waren in den letzten 2 Monaten gut zu hören. Sie legen pro Tag unglaubliche 1000 Kilometer zurück und fliegen allesamt Richtung Afrika.